So, gute. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal unabhängig von den wunderbaren Laborvideos von zum Beispiel Stiebel Eltron, wie man wunderbar einen in der Ausstellung montierten Durchlauferhitzer gegen einen neuen Durchlauferhitzer tauscht. Mal, wie es auf der Baustelle wirklich aussieht und wie man wirklich einen Durchlauferhitzer tauscht, der defekt ist. Hier sind dann mal die Komponenten dargestellt, welche in dem Paket vorzufinden sind. Einmal der Durchlauferhitzer, einmal Anschlusskomponenten, sprich den Absperrhahn für die Kaltwasserleitung und den Anschluss auf der Warmwasserseite, die Halterung und ein paar Dichtungen. Hier zerlege ich gerade mal den Durchlauferhitzer, um euch zu zeigen, was da zu sehen ist, was ihr vorfinden werdet. Sind so 2,5 Zoll Doppelnippel dabei, die eigentlich in die Wandscheibe gedreht werden. Die werde ich aber heute nicht verbauen, weil die 1/2 Zoll Anschlüsse in der Wand, die werde ich wiederverwenden. Das ist der für die Kaltwasserseite in meiner rechten Hand und der in meiner linken Hand ist für die Warmwasserseite. Das sind die Dichtungen, die dabei sind. Und dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. So, erstmal Strom wegmachen, damit wir nicht zittern. Dieses Oberteil ist für die Wohnung gedacht, in der ich arbeite. Nur leider funktioniert das nicht mehr, sodass wir den Hauptwasserhahn absperren. Einzelnen Etagen von den anderen Wohnungen zudrehen und unsere Leitung dann entleeren. Dann können wir das Oberteil rausschrauben. Groß ist des Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Das Ventil, also es hat sich nicht mehr auf- und zudrehen lassen. Ich habe den Sitz neu gefräst und hanfe jetzt das neue Oberteil ein, da in den meisten Fällen die Gummidichtung, die da dabei ist, auf dem Sitz nicht abdichtet. Zuerst habe ich das ein bisschen angeraut mit dem Sägeblatt, dass so ein paar scharfkantige Riefen in dem Gewinde entstehen, damit der Hanf auch hängen bleibt. Noch ein bisschen Fett drauf, damit er nicht austrocknet und das ganze Oberteil wieder in den Körper einschrauben. Zu
drehen, weil wir wollen ja kein Wasser auf die Leitung geben. Dann den Haupthahn langsam wieder aufmachen, um Druckschläge zu vermeiden. Etagen wieder öffnen, damit die wieder Wasser zapfen können. Und los geht die eigentliche Arbeit. So sieht der alte Durchlauf jetzt aus. Nicht mehr ganz so taufrisch. Und vor allen Dingen ist es ein hydraulischer Durchlauf jetzt, der über den Wasserdruck geschaltet wird. Der neue ist elektronisch geregelt. Erstmal prüfen, ob das auch die richtigen Sicherungen waren. Nicht, dass wir dran rumschrauben und kriegen dann doch noch eine Gewicht. Aber passt. So, die drei Phasen und die Erde lösen. Aus dem Durchlauf jetzt rausziehen und dann unten die Verschraubung zu den Wandscheiben hin lösen. Da braucht man 24er Schlüssel für die Überwurfmutter. Dann den Durchlauf jetzt von der Wand schrauben. Und die Halbzoll Anschlüsse, die noch in der Wand sind, habe ich mit einer Cutterklinge von der Dichtung befreit und den Sitz einigermaßen blank gemacht. Hier auf die linke Seite den Warmwasserausgang, den Anschluss draufschrauben, der nicht absperrbar ist. Und auf die rechte Seite den Absperrhahn für den Kaltwassereingang, für den Durchlauferhitzer schrauben. Dann mit dem 24er Schlüssel die Überwurfmutter anziehen. Schon die Halterung für den Durchlauferhitzer montieren. Hier ist immer so eine Schablone dabei, wo man schauen kann, wo die Bohrlöcher hin müssen. Und genau auf der rechten Seite, wo 4 Bohrlöcher für die Halterung sein können, ist natürlich eine Wasserleitung verlegt, wie man da an dem grauen Putz sehen kann. Also müssen wir ein bisschen improvisieren. Setzen wir eine Schraube in die Mitte und eine links an die Befestigung. Die ziehen auch ganz gut, das hält. Dann machen wir hier mal die Lüsterklemme ab auf der Starkstromleitung, die sie da verlängert haben, weil unser Starkstromanschluss am Durchlauferhitzer ist unten. Sollte eigentlich von der Länge her passen. So, jetzt die Dichtung auf die Anschlussleitung vom Durchlauferhitzer. Die linke Seite mit einem 19er Schlüssel anziehen. Die rechte Seite das Sieb und den Halter für das Sieb, die Dichtung dazu. Und die Überwurfmutter mit einem 24er Schlüssel anziehen. Dann können wir wieder Wasserdruck auf die Leitung geben, den Hahn langsam aufdrehen, damit sich die Leitung langsam füllen kann und es keine Druckschläge gibt. Dann den Absperrhahn am Durchlauferhitzer öffnen. Und dann die Leitung oder die Leitungen, die am Durchlauferhitzer an der Ausgangsseite hängen, alle entlüften, dass die Anlage warmwasserseitig gefüllt ist und dann kann man die Sicherung wieder reinmachen. Einmal überprüfen, ob wieder Strom drauf ist, ob alle drei Phasen da sind,
Garageabdeckung wieder drauf, an der auch die weiße Abdeckung befestigt wird. Und jetzt müssen wir das Kabel von dem Einstellrad auf den Stecker Temperatur soll aufstecken. Das ist der weiße. Damit wir den Durchlauf jetzt regeln können. Und wenn die Anlage gefüllt ist, können wir oben den Reset-Knopf an den drei Phasen drücken. Damit ist Strom auf den Durchlauf jetzt gegeben und das Ganze sollte funktionieren. Ja, wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und verpasst keines meiner Videos mehr. Bis dahin, macht's gut, ciao!